Ihr wirkt alle so, als ob der Saisonstart völlig missglückt ist, aber es ist auch, finde ich, noch gar nicht so viel passiert irgendwie. Wir wirken so. Ja, ihr, genau. Also, ich habe bisher nur von euch die Fragen gehört, warum ist die Stimmung so schlecht in der Stadt, warum seid ihr so enttäuscht und so, und jetzt machen wir es von... Ja, so ist es nicht, aber das ist ja, das hat auch nichts mit dem ausgegebenen Saisonziel zu tun, sondern das ist einfach unser Anspruch, deswegen sind wir Profis, deswegen sind wir Profifußball, weil wir ehrgeizig sind und weil wir Spiele gewinnen wollen. Wir würden anders hier sitzen, wenn Nürnberg uns einfach an die Wand gespielt hätte und wir keine Chance gehabt hätten, sondern wir waren einfach selbst schuld und das ist das, was uns so enttäuscht. Das hat nichts mit dem Saisonziel zu tun, das hat auch nichts mit der Stimmung im Stadion zu tun, sondern einfach nur mit der Art und Weise, wie dieses Spiel verlaufen ist. Und da wissen wir einfach, dass da 90% unsere Schuld und 10% das Können von Nürnberg mit zu tun hat. Und das ist das, was diese Emotionen oder vielleicht gerade diese Stimmung dann widerspiegelt. Grundsätzlich machen wir uns da jetzt nicht verrückt, zumal wir sowieso gerade mehr oder weniger auf dem Europa-League-Platz stehen, also voll im Soll. Nein, also damit hat das nichts zu tun und es ist auch keine schlechte Stimmung, aber so wie es sein soll, sind wir auch nicht zufrieden. Und so war auch gerade die Stimmung auf dem Platz, das stimmt schon. Also wir sind alle noch unzufrieden und wir sind alle noch enttäuscht und wir waren alle auch gerade noch angefressen, weil wie gesagt, also das ist halt einfach... ja, das ist dann einfach der Ehrgeiz, der bei uns durchkommt, wo wir sagen, das kann es nicht gewesen sein. Also natürlich darf man sich jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen oder auch nicht irgendwie sich die ganze Zeit nur runterziehen und negative Körpersprache haben, weil das, finde ich, war auch nicht der Fall. Also ich finde nicht, dass eine negative Körpersprache auf dem Platz stand, sondern einfach so eine Trotzreaktion, dass halt klar der Spaß jetzt ein bisschen auf der Strecke blieb, aber dafür die Konzentration hoch war und man halt auch diese Unzufriedenheit angemerkt hat, dass einfach alle gesagt haben, ey, jetzt müssen wir es Samstag besser machen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir diese Bälle da reinspielen. Also, dass wir die Situation dann auch ein Stück weiter zwingen. Es muss ja nicht jeder Ball zwingend ein Tor werden oder gleich eine 100%ige Torschance sein, sondern aber wir müssen halt den Ball vors Tor bringen, aufs Tor schießen, den Abschluss suchen und nicht in Schönheit sterben, sondern wirklich, wirklich zielstrebig sein, die Dinge erzwingen und dann bin ich mir auch sicher, dann wird es auch gefährlich, weil dann haben wir die Spieler im Strafraum und dann haben wir auch die Spieler im Kader, die wissen, wo sie hinlaufen müssen, die wissen, wo der Ball hingehört und dann bin ich mir auch sicher, dass das alles funktioniert. Aber also rein subjektiv und aber auch die Bilder heute haben wir einfach zu selten den Ball einfach vors Tor geschossen oder vors Tor gebracht. Ja, also ich versuche schon auch immer im Strafraum zu sein, also aber es reichen halt nicht ein oder zwei. Also wenn halt die Flanke kommen soll oder die Flanke kommt, dann brauchen wir 3, 4, vielleicht sogar 5 Spieler im Strafraum verteilt, dass die Chance halt dementsprechend groß ist, dass irgendeiner den Ball bekommt. Und wenn es nicht der Erste ist, dann halt eben der Zweite. Wir haben so ein bisschen wie eine Handballmannschaft um den Strafraum herumgespielt, haben den Gegner laufen lassen. Da waren auch viele Sachen waren auch richtig gut. Wir wollen das Spiel jetzt nicht komplett negativ zerpflücken, aber aber da, wo es dann halt wirklich entscheidend wird, halt in der Box, da muss mehr kommen.